Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge von Angry Birds Epic. Oh Junge. Oh Mann, die Folge fängt erst an, ich bin schon ein Vollidiot. Oh Gott, das kann ja noch schön werden, diese Folge. Also willkommen zur neuen Folge von Angry Birds Epic Hits. Ich bin seriöser. Ja, soviel zu dem Thema. Seit dem letzten Mal habe ich sehr viel gespielt, bin jetzt Stufe 70 sogar. Ich habe ja gestern ein Gaming-Video, so Headsocker-Video gesagt. Ich bin Level Stufe 69, aber ich bin nach der Aufnahme heute ein wenig spielen gegangen, also heute Angry Birds Epic und wurde Stufe 70. Yay! Oh, ich kann wieder hier Sachen kaufen. Yay! Upgrades! Yay! Okay. Das kam unerwartet jetzt von mir. Ich habe mich sogar selbst überrascht irgendwie. Wie auch immer das geht. So. Stufen ein wenig, die Klassen von den Vögeln ein wenig verbessert. Und ich habe ja auch im Headsocker-Video erwähnt, dass ein Event am Laufen ist, nämlich das Valentinstag-Event. Und ich habe es leider schon durchgespielt, denn ich habe etwas zu spät wieder mit den Videos angefangen, ich Idiot. Verdammt. Ich hab's halt komplett durchgespielt. Und ich hab halt ich hab nämlich den Elite. Ich hab jetzt Kassenaufstufung für den Berserker bekommen. Und die ist nicht gerade schlecht, kann ich euch sagen. Also, ja. Ich hab mir die Klasse doch ein wenig näher angeschaut und so schlecht ist die eigentlich mal nicht. Auf jeden Fall hat die mir durch diese Klassenaufstufung. Hat er jetzt der Bo hat Bombe, also heißt ja der Vogel, sollte ja eigentlich wissen, jetzt 10% mehr Leben und 10% mehr Angriff. Das ist natürlich super. Und hier dieses Verlies habe ich schon durchgespielt. Ich könnte es jetzt nur einmal durchspielen, einfach für das Video. Aber das Problem ist, ich brauchte dafür einen Freund. Aber weil ich halt leider den schon benutzt habe und das heutige Verlies zu machen, kann ich den leider nicht benutzen. Vielleicht im nächsten Angry Birds Epic Video, wenn dann noch das Event da ist. Dann könnte ich eventuell es noch machen. Weil, doch, das müsste gehen. Denn am Montag kommt ja eigentlich, glaube ich, ja, Angry Birds Epic. Und ich nehme am Sonntag auf. Dann nehme ich so ungefähr um 8.45 Uhr auf. Denn dann können wir während der Folgen wird das Event dann enden. Und wir werden noch währenddessen noch einen Versuch dann da haben. Ja, ich könnte mir so das machen. Also ja. Ich würde sagen, gehen wir in die Ahnenhöhle, wie immer. Und natürlich haben auch, verschluckt. Ja. Auf jeden Fall haben natürlich jetzt manche Vögel neue Waffen bekommen und neue, also halt neue Ausrüstung, die halt das Leben und den Angriff erhöht haben. Und ja, das heißt, wundert euch nicht, wenn ich jetzt etwas mehr Schaden mache oder etwas mehr Schaden heile, wie auch immer. Wir haben ja im letzten Part, der schon fast einen Monat lang her ist, oder ich glaube sogar schon einen Monat, ja, haben wir ja, ja genau, wir brauchen ja keinen Freund, das sind auch die ersten Kämpfe, haben wir ja die 10. Höhle abgeschlossen und ja, kommen nur noch 13 weitere. Oh Junge, das wird ein Spaß, hier noch alle. Ist der Toni überhaupt da? Nein, war er nicht. Ich voll Idiot. Oh nein, nicht so ein Ninja, ich hasse die. Okay, du da wirst sterben. Okay, du da unten nicht. So. Und tschüss. BAM! Jetzt ist nur noch der Samurai und dieser, ich sag mal, Kung-Fu-Meister einfach mal am Leben. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall als nächstes auf den da. Auf den hab ich gar keinen Bock. Tschüss, BAM! Tot. Aua, macht gut Schaden. So, Heilung für dich, Chuck. Und, oh, lebt doch, verdammt. Au! Wieso gehst du nur auf Chuck? Was hat er denn dir angetan, Junge? So. Ja, hier muss ich definitiv die Chili ein, damit ich mir das ein wenig einfacher kann machen, denn das ist hier nicht einfach. Wie viel halten überhaupt aus? Können pro... Ich konnte das nicht lesen. Können pro
kann pro Angriff nicht mehr als 1021 Schaden erleiden. Boah. Aber zum Glück hat ja er hier macht der den ja eigentlich den Schaden normalerweise macht dafür geteilt durch 3. Das heißt, normalerweise wird er ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Durch Schwätz-Klasse halt ist diese Regel da, die man geschnuppt, egal. Bam! So. Okay, der in der Mitte da, mit dem werde ich nicht spaßen. Das ist kein einfacher Gegner. Und er hält wieder. Obwohl, wir haben schon die Hälfte abgezogen. Okay, er hält auch nicht so viel aus. Oh oh. Au. Jetzt können die, haben die höhere Chancen, kritische Treffer zu landen. Ja, hier für dich. Ein Trank. Ach ja, stimmt. Auch seit dem letzten Mal habe ich die Tränke und den Kuchen irgendwie nicht mehr verbessert. Also das Level ist etwas höher. Das heißt halt, es wird immer ein bisschen mehr Leben geheilt. Halt. Was auch sonst, ne? So, jeder muss jetzt sterben. Also wird, ne? Ah, das. Oh, verdammt, ich kann einfach nicht mehr reden, ey. Ich stolpere gerade ganze Zeit über meine eigenen Wörter. Oh. Komm ich die Waffe? Yay! Yeah. Okay, seit dem letzten Mal habe ich, also zwischen dieser einen Monat langen Pause. Ja, kann man nicht sagen. habe ich alle Höhlen wieder durchforscht und ich habe in jedem Level jetzt alle Waffen. Bei jedem Boss gibt es ja immer nur so eine Kiste halt und da kann man ja auch Münzen gewinnen und halt noch eine Waffe. Und ich habe jetzt jeden Boss noch einmal gemacht, um die zu schauen, ob ich da alle Waffen hatte. Ich konnte natürlich alle Videos nur einmal durchschauen und sehen dann halt, bei wem ich keine Truhe bekommen habe. Aber ich habe mir gedacht, ach komm. Und ich habe mir sogar in den Notizen, also wie es ja gibt, ja die App Notizen, was man. Und ich habe mir da aufgeschrieben, Höhle 1, Höhle 2 bis 23, denn ich wüsste, es gibt ja 23 Höhlen. Und ich habe hingeschrieben, war Höhle 1 bis 10 dann halt abgeschlossen. Weil ich habe, das heißt, ich habe jedes Level gemacht, jede Waffe bekommen und ja. Und halt überall 3 Sterne. Und bei den anderen 13 Höhlen, die mir noch fehlen, habe ich dann halt geschrieben, unerforscht. Das muss ich aber, den Status von der Höhle 11 muss ich aber jetzt ein wenig ändern. Da werde ich ein wenig erforscht hinschreiben. Also ja, ich habe mir extra dafür eine Liste gemacht. Wie stummer Spaß. So ein stummer Spaß wäre, gell? So, während dem Kampf werde ich auch noch über ein anderes Thema reden. Denn ihr wisst ja, ich habe ja im gestrigen Headzocker-Video, wo ich wirklich sehr viel Informationen getroppt habe. Ich werde das Video auch, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse, oben jetzt bei der, auf jeden Fall in der Infokarte mal verlinken. Ja, sagt man ja, nicht verlinken, oder? Ach ja. Auf jeden Fall ist es in der Infokarte, also kann es jetzt da, könnt ihr es checken. Denn da waren sehr viele Informationen. Und ja, wenn ihr immer. Oh Gott. Ich werde niemals wieder eine Pause machen. Sonst bekomme ich wieder so Probleme im Reden, ey. Oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird immer schlimmer. Mit dem hier sprechen wir. Oh Junge. Also auf jeden Fall, ich habe ja halt sehr viel Informationen gedroppt, halt im Adzocker-Video von gestern. Und auch noch, dass halt jetzt sonntags immer halt Ask Me wiederkommt. Und halt der einzige Unterschied, ich frage jetzt nicht mehr, also die Fragen solltet ihr euch nicht mehr halt auf YouTube halt fragen, nehme ich auf Twitter. Also ich werde dann halt einen Tweet raushauen und euch dann halt nachfragen für Ask Me. Und dann macht immer halt Hashtag AskMe, damit ich weiß, dass das für AskMe halt ist. Das verständlich, hoffentlich. Und ja. Dann nehme ich mir halt halt die besten Kommentare raus oder einfach alle Kommentare nehmen. Jetzt glaube ich, werde ich noch nicht so die 100 Kommentare bekommen, wer weiß. Aber auf jeden Fall werde ich mir halt ein paar Kommentare aussuchen, so 15 bis 20 immer halt, also wenn ich später dann etwas größer bin, wird es wahrscheinlich immer so 15 bis 20 sein. Hoffe ich mal. Heilung. Aber halt leider, weil ich halt jetzt am Freitag erst
gerade bin. Und da hat man gerade im Hintergrund etwas gehört. Das war die Benachrichtigungssound gerade von meinem Handy. Super. So, wir gehen auf jeden Fall. Das ist auf Tisch. Ah, ist leider nicht gestorben. Verdammt! Au. Ja, okay. Danke dafür. Diese verdammte Schutzschilder, verdammt! Okay, jetzt wieder. Tschüss. Ich könnte den jetzt auch töten. Ich mach mal kurz das, wenn es den auf jeder Folge halt und schaffe eine höhere Chance, 3 Sterne zu bekommen. Aber das werde ich wieso bekommen. Ha, eventuell werden wir heute mit viel Glück noch Stufe 71, aber es könnte sehr knapp werden. Aber höchstens in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich Stufe 71. Oh, ich habe wieder so Lust einfach aufzunehmen, das wird geil. Die Best Fiends wird wieder ein paar einfach nicht schauen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch. Ai. Das erste Geräusch. Best Fiends, ich weiß nicht, wie lange das noch gehen soll. Denn es interessiert sich einfach keine Sau. Und ich verliere auch ein wenig wirklich so langsam die Interesse in dem Spiel. Hallo, kannst du zum nächsten Level gehen? Danke. So, hier gibt's 5 Wellen, also werde ich mal meinen Kumpanen mitnehmen. Hier nehmen wir natürlich Trini Jones als erstes. Und danach im 5. Level, wo auch wieder 5 Wellen wahrscheinlich werden sein, werde ich mir dann auch noch einen Kumpanen nehmen, nämlich den einzigen, der noch übrig ist, nämlich Prinz Porky. Yippie! Hätte wahrscheinlich das Video wird wieder um die 20 bis 25 Minuten lang werden. Glaube ich zumindest. Ja, Werbung ist ja so toll. Wegen dem habe ich ja nicht schon einen Strike bekommen. Danke, Badu. Danke. Verdammt nochmal. Das regt mich noch ein wenig auf. Obwohl schon fast 1,5 Monate jetzt her ist. Egal. Au. So, volle Kanne auf den drauf. Und dra. Und tschüss. Bam. Und da lebt nur noch der Spaß da unten. So. Ihr beide geht volle Kanne drauf und du schützt ihn. So, danke. Und dann wird Chuck ihn heilen, bis er voll ist. Und ja, währenddessen attackieren die beiden halt auch den Typen. Das ist wirklich sehr arg. Jetzt wird er sogar Chuck attackieren. Das kannst du verlesen, Johnny Jones. Erledig dich, bevor du ihn attackieren kannst. Voilà, ich glaube, das war jetzt richtig. Oh Gott, 2 von diesen Fetten. Nein, sofort das hier. Glaub, die habe ich jetzt keinen Bock. Und die können noch, glaube ich, Gift geben, oder? Verursacht 1000. Ne, ja. Von denen bekommt man Gift. Und darauf habe ich keinen Bock. Der erste ist schon tot. Nice. So, wir haben ein wenig Schaden durch das Gift bekommen, was hier der Spezialeffekt ist von dieser Höhle. Denn es gibt ja immer einen Spezialeffekt. Einen negativen Effekt für uns oder halt einen positiven Effekt für die Schweine. Und eventuell wird irgendwann einen Effekt geben, die halt positiv für die beiden ist. Also für. Also wie ist jetzt dieses Bäuchten da? What the hell? Hab ich jetzt einen Bug? Okay, das war sehr interessant. Ich hoffe, das hat man im Video gesehen. Ich stehe jetzt nicht als Idiot da, weil ich irgendwas gesehen habe, was ihr nicht gesehen habt. Aber ich glaube, ihr müsst dieses rote Licht, sag ich mal, gesehen haben. Wir gehen auf dich da. Okay, der wird nächste Runde durch das Gift sterben. Und jetzt kann die Shiny Jones um ihn kümmern. Du Heilung hier machen und. Dann schick. So. Und tschüss. Bam. Und voll der Kanne auf uns drauf. Au. Oh, so viel Schaden war das mal eigentlich nicht. Ich dachte so um die 1000 Schaden macht er, aber nur so 700 gemacht war fast. Also das geht. Ging noch. Warte, das geht noch. Besser gesagt. Egal. Butter. So. Aber zum Thema zurück mit Askney, ich habe ja leider jetzt keine Kommentare, denn ich habe ja erst am Donnerstag wieder angefangen, was ein wenig schade ist heute. Das heißt, ich habe natürlich keine Fragen. Deswegen wird heute halt leider kein Askney kommen, weil ja, ich habe halt keine Fragen, weil ich habe erst erst nächste Woche wird das eingeführt.
Also, wird erst mich halt kommen. Besser gesagt. Und ja. Ich werde dann halt am Montag, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse, ich hoffe mal, bitte, ich darf es nicht vergessen, werde ich dann halt den Tweet raushauen, nur ich sollte dafür Fragen, für Ask Me. Ist doch immer ein wenig dumm, wenn ich sage, Fragen. Verdammt nochmal. So, du bist auch tot und wir kommen zum letzten Gegner, yippie, oder letzten Welle und den letzten Gegner, besser gesagt. So, hier nutzt hier deine Fähigkeit ein, das ist sehr gut. Und ja, deswegen kommt heute nur ein einziges Video. Ist halt ein wenig schade. Ich würde es, glaube ich, um 15 Uhr halt hochladen. Ich glaube, das wäre gut. Halt zwischen 14 und 16 Uhr. Also, ich möchte. So, bam. Die letzte Welle ist wirklich die einfachste, finde ich. Obwohl, wir hatten auch die Wu-Chili sofort. Kein Wunder eigentlich. So, und tschüss. Gewonnen. Yippie. Ich wollte noch zwei weitere Kämpfe. Ich glaube, wir werden heute weg, Stufe 71. Und viel Pech können wir aber nicht werden. Ist ja auch nicht schlimm. So, bekomme ich die Waffe? Ja, verdammt. Hab ich auch beim letzten Kampf jetzt die Waffe bekommen. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh, ich hasse mein Gedächtnis. Das ist einfach so verdammt schlecht. Oh, ich müsste wirklich mal so Übungen machen, um mein Kurzzeitgedächtnis oder einfach mein komplettes Gedächtnis ein wenig zu verbessern, wirklich. Denn das ist so Schrott. Oh. Das Spiel lädt noch, okay. Und habe ich schon im zweiten Level die Waffe bekommen? Nein, es lädt noch immer. Hallo, Spiel. Nein, habe ich nicht, okay. Das heißt auf jeden Fall schon, zwei Waffen muss ich nachholen nach dem Video. Super. Hallo, kannst du zum nächsten Level gehen? Hallo. Ah, danke. So, drei Wellen mit Riesen. Wieso? Verstehe ich auch jetzt nicht. Im den ersten zwei Leveln waren Ninjas. Und jetzt in dem dritten und vierten Level sind halt jetzt diese Riesen. Verstehen das nicht. Und dann im fünften Level dann Riesen und halt diese Ninjas. Noch eventuell. So, bam. Jetzt wird es ein wenig schwerer, diese verdammten Gegner auszuschalten. Da wir jetzt nur noch zu zweit sind. Und Red kann auch keinen jetzt ausnocken, leider. Denn jetzt müssen wir erstmal das Schutzschild machen, sonst kassieren sie extremst viel Schaden. So. Bin ich für dich, Champion. Du hast halt das weniger Leben. Du bist ja gerade aktuell der Vogel mit dem niedrigsten Leben von allen. Mit zwar. Wie viel Leben hast du? 3407 ist schon viel, aber ja. Trotzdem haben die anderen Vögel haben noch mehr Leben. So, den da oben werde ich mich nicht kümmern, denn er wird wieso durch das Gift sterben, also mit, ja, ist alles gut. Also ich komme schon den da unten kümmern jetzt. So, Schockheilung ist mal vollständig, danke. Und tschüss, ich Spaß ließ. Aha, gleichzeitig gestorben. Geil. Und zweite Wellen sofort wieder die gleichen Gegner, glaube ich. Nur dass jetzt, glaube ich, der eine, der vorhin oben stand, jetzt unten ist, glaube ich zumindest. Also sieht sehen auf jeden Fall sehr ähnlich. Nur halt, dass die größere jetzt oben ist und der kleinere unten. Glaube ich zumindest. Ah nein, ist doch ein anderer Gegner, denn er attackiert. In die zweite, die wir an der ersten Welle hatten, greifen jeden Vogel an, während hier einer jeden attackiert und wegen während der andere nur einen einzigen Vogel attackiert. War das interessant? Ich glaube nicht. Ne? Aua. Aua. Ich glaube, hier wäre es gut, eine Kuchen einzusetzen. So. Dann kann ich die Hunde gut benutzen. So, bam. Da unten müsste eigentlich das Gift sterben eigentlich. Also muss ich mich wirklich nicht mehr um dich kümmern. Das ist ja sehr gut. So, Heilung. Bam. So. Und tschüss. Okay, und die letzte Welle. So. Schock. Jetzt mal eine Fähigkeit hier, bam. Oh, der ist schon tot. Und der ist nur noch der Große am Leben. Und hat schon die Hälfte seines Lebens verloren. Krass. Also die Wutschi, die hilft wirklich extremst. So. Und tschüss. Bam.
Achso, sehr einfach. Ja doch, ich glaube, wir werden Stufe 79 Schiff wahrscheinlich. Yippie, so, bekomme ich die Waffe? Ja, danke. Oder den Ausrüstungsgegenstand, wie auch immer. Okay, dann muss ich noch bisher, bis jetzt noch immer, zwei Waffen nachholen. Okay, das geht ja. So. Ich bin in Ewigkeit hier. Und wir... So, und wir kommen jetzt zum fünften und letzten Video. Nein, nicht letzten Video. Zu dem letzten Level von heute. In diesem Video. Oh, Junge. So, wir nehmen natürlich Prinz Porky mit. Komm mit. So, bam. Und los geht's. Und jetzt sind wieder Ninjas da. Wieso nicht? Wieso nicht? Und Werbung, ich schaffe es. Oder besser gesagt, McDonald's würde sagen, ich liebe es. Oh Junge. So. Raus hier. Okay. Ich glaube, ich hätte lieber so machen. Das ist etwas zu laut. So. Wir gehen auf jeden Fall erst auf dich. Du bist dann tot. Dann auf dich. Damit sind die kleineren schon erledigt. Dann werde ich mich als nächstes um den Typen da in der Mitte kümmern. Ich bin auf jeden Fall gar keinen Bock. So, voll kann drauf. Bam, bam, bam. Und bam, bam, bam. Und tschüss. Bam. Geil. Aua. Alter, der macht gut Schaden. Aber will auch nicht mehr lange leben. Tschüss. Ich glaube, wäre besser, ich hatte den Ninja da hinten als erstes gekriegt. Oder den Ninja Ritter, wie auch immer. Und dann halt den da vorne, aber ja, geht auch so. So, das ist mal heilen. Dann noch den da. Dann noch den da. Aua. 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 Ach komm, ich hab wieso noch genug. Kuchen. Nein. Küche. Nein. Kuchen. Also, ja. Geht gut. Aussehen auch so. Also, dann vollkommen auf den. Wie viel Schaden machst du? 203 Schaden bei allen Gegnern. Wow. Ich bin überrascht. Nein. Ich hab ja so Angst vor dir. Das war einfach gar nichts. Alter. Was kannst du eigentlich? Tschüss. Ich hätte meinen Angriff halt gesenkt, aber wow. 20% auch, aber so schlimm ist das eigentlich nicht. Es geht. So, dritte Welle, die extrem viele Truppen hat. Da lohnt sich die Uchi einzusetzen. Wirklich sehr. Und jetzt leben nur noch zwei. Das sind zwei Spasten. So. Heilung. Und tschüssi. Bam. Und bam. Okay, das war einfach. Au, oh, verdammtes Gift. Oder Gas hier immer. So, auf jeden Fall das. Auf den zuerst merken andere Leute. Und halt diesen Effekt liegen, dass ich eine niedrige halt eine nur eine mit viel Glück halt attackieren, also so ein, halt so Nebel, und ist halt Nebel um ihn halt herum und ja, ich habe halt wenige Chancen halt ihn zu treffen. Halt. Ich hoffe, ich habe es gut verstanden. Ja. So, für dich. Dann halt noch die anderen voll. Und BOOM! Du bist noch am Leben. Dann gibt Chuck, nein, nicht Chuck, wirklich den letzten Schlag. Yippie. Oder den Finalschlag hier immer. So, und jetzt die letzte Welle, die sehr einfach eigentlich aussieht. So, jetzt zieht die Chili ein. So, bam. So. Bam. Und bam. Und da sind schon die großen Brocken weg vom Fenster. Yippie. So. Heilung. Und das war's. BAM! Oder auch nicht? Es leckt. Oh, ich hatte jetzt Angst, dass ich wieder das Spiel wieder abstürzen. Und Stufe 71. Geil! Das perfekte Ende für dieses Video.
Aber das perfekte Ende wäre jetzt, wenn ich hier noch die Waffe bekomme. Ja, geil. Okay, du musst ja nur zwei Waffen nachholen. Das geht. So, jetzt schauen wir noch, was in der goldenen Throne ist, die man immer bekommt. Wenn man jedes fünfte Level, also wenn man immer das fünfte Level von einer Höhle abgeschlossen hat, bekommt man ja immer eine Truhe. Jetzt bin ich mal gespannt, was drin ist. Wahrscheinlich immer das gleiche. Ein paar Zutaten, drei Goldmünzen und halt Meisterschaftsdinger hier. Ja. Und ich hatte recht. Ich glaube, man. Ist eigentlich immer eine Waffe drin? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ach, egal. Hier sind noch jetzt die neue Waffen halt. Und also Ausrüstungen halt da. Yippie. So, jetzt zweimal am Glücksschwein drehen. Und hoffen, eine Waffe zu bekommen, die besser ist als die. Oder eine bessere Ausrüstung halt zu bekommen. Und hoffen einfach mal drauf. So. Und hab nichts Besseres bekommen. Und die zwei Sachen sind für Mathilda. Geil. So. Das sind alle Schrott. Nicht besser als das aktuelle. Okay, dann wieder zurück. So, das wäre dann heute geschafft mal. Die erste Hälfte der 11. Höhle. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie vorhin gesagt, wird halt leider heute kein Essen kommen, weil ich ja keine Fragen haben. Aber halt, ab nächster Woche wird immer, hoffentlich, also dann immer, sonntags halt dann, Erstmal kommen um halt 16 Uhr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung, damit es den euch gefallen hat. Vergiss außerdem nicht noch einen Kommentar mit Kritiken und Infos zu lassen, wie ich verbessern kann. Wenn ihr wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Die führen euch zu meinem Instagram und Twitter-Account. Und ich sage euch, seid jetzt etwa konzentriert euch auf Twitter, denn da werde ich jetzt etwas aktiver sein. Ich werde jetzt auch immer auf Twitter halt die Videos verlinken, die ich gerade hochgeladen habe. Und vergiss auch nicht noch mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, nichts zu verpassen und vergiss auch nicht das Video von Freund zu sein. Bin ich zu schnell? Ich glaube schon, ne? Wenn ja, dann beschwert euch in den Kommentaren. Denn ich rede ganz normal, soll ich mal schnell reden? Soll ich? Also ich rede mal ganz schnell. Okay, nein, ich fange nicht an. Ich soll das Video jetzt beenden und ja, das war's. Tschüss.